Willkommen zum sechsten Teil der Super Mario Maker 10 Mario Herausforderung. So, los geht's. Mal gucken, ob wir jetzt die Prinzessin retten. Ich meine, was ja unlogisch ist, es kommt ja immer diese Szene, wo sie entführt wird, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit noch nicht bei uns ist. Das ist ein bisschen unlogisch, weil sie ja immer in einer anderen Festung ist. Naja. So, wenn man so ein Teil in der Hand hat, muss man einfach nur nach unten drücken. Man kann sich den auch anziehen. So. Da oben ist anscheinend das Ziel. Oh. Ja, eigentlich wollte ich auf den Panzer springen und dann vielleicht da oben dran kommen. Aber ich habe den aus Versehen wieder in meine Hand genommen. Dann lösen wir das halt auf den so gesehen richtigen Weg. So. Wenn der Stampfattacke kommt man hier nicht so weit. Cool, das sind so Noten. Ja. Auf dem Notenpapier sozusagen. Oh. Folgen jetzt einfach mal dem Panzer. Das war knapp, aber auch nicht. Okay. Hier geht's aber rein. Boah, das ist knapp, wieder hier so rumspringen. Anscheinend ist ja im Fragezeichenblock bestimmt was. Ah, das wird jetzt ein bisschen lästiger, dieses Level. Das mag ich nicht so, wenn die so lange dauern, sag ich jetzt mal, also so lästig sind. Ach, komm schon. Nein! Okay. Oh, jetzt ist er wieder da. Okay. Ah ja, stimmt. Jetzt kann man ja die Brücke so kaputt machen mit dem Helm. So klar. Wow. Na komm schon. Nee, ist anscheinend schwieriger als man denkt. Obwohl, jetzt haben wir es. Juhu. Eine Ranke. Links waren noch Fragezeichen und Glück, aber die sind mir jetzt egal. Vielleicht war da noch eine Ranke. Aber ich bin froh, dass ich dieses Level geschafft habe. Das war jetzt das erste. Hoffentlich sind die anderen nicht genauso. Okay. Wow. Ah, das ist wieder so ein schönes Kurzlevel gewesen. Was man schnell hinbekommt. So, Level 3. Und wieder ein Luftschiff in Super Mario Bros. 3. Und ganz viele Münzen wieder. Hä? Okay. Da gerade das Teil nicht reagiert. So, da muss
muss man sich ein bisschen gedulden bei so Scrolling-Level. Ja, die Kugeln sind auch ein bisschen kleiner. Ah, statt der Cam Kugel will die raus. Das ist jetzt doof. So. Okay. Jetzt haben wir die Stelle geschafft. War nicht so leicht und ich habe da direkt auch schon meine Blume wieder verloren. Ganz gemein haben sie es hier gemacht. So. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Vielleicht gibt's noch einen Bosskampf. Ja, habe ich mir gedacht. Oh, Feuerspein. So ein typischer Koopaling-Kampf, wenn er sich zu einem Panzer zieht und dann ein bisschen ausweichen. Den Kampf könnten wir eigentlich auch überspringen, aber der ist echt nicht schwer. Und da ist auch schon das Ziel. So. Nun sind wir beim vierten Level. Oh, cool. Aber auch nicht schwer. Und die Stacheln da unten darf man nicht berühren. Das ist wie ein Gegner, da verliert man halt ein Leben. Also so gesehen sein Power-Up. Automatisch unter Wasser. Okay. Das heißt, nichts drücken. Das Spiel macht das von allein. Und das sind so welche Don't Move Level. Es gibt natürlich sehr gute, aber auch sehr schlechte. Aber jeder sieht das ja immer anders. Hier, das ist jetzt so ein bisschen mit den Sternen, kann man eigentlich ja alles machen. Könnte ich auch 50 mal den gleichen Gegner hinsetzen, aber naja. Ah, das war wenigstens cool. So, geschafft. Joa. So, sechstes Level. Achterbahn, okay. Ah, Mist, vielleicht hätte man die anderen auch noch aktivieren können. Dann wäre es vielleicht leichter gewesen, wenn man damit jetzt eine Plattform hätte. Aber egal, das schaffen wir schon. Dann wir sind ja Mario. Und das Spiel ist Einzelspieler. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man sich so entscheiden könnte, ob man jetzt mit Mario oder Luigi spielen möchte. Oder mit einer anderen Person. Aber es heißt ja auch Super Mario Maker, aber naja. Jetzt haben wir wenigstens zwei, aber die sind auch so übereinander, also auch nicht mehr Platz. Naja. Man rutscht auch so ein bisschen so komisch. Ah, das war bestimmt das letzte Hindernis. Egal. Wir haben ja eh alle One-Ups wieder. Alle Leben. Nummer 7. Eis. Okay. Oh. Da hätte ich jetzt Angst, dass der Panzer mich trifft.
falsch nochmal. So, das nehme ich mal mit. Was ist denn jetzt in dem Block drin? Egal. Anscheinend ist das zu gefährlich. Und hier, komm schon, einfach stehen bleiben. Und da geht's in eine Röhre. Okay. Und wir haben ein Versteck gefunden. Aber nur mit Münzen. Okay. Mal gucken, wie viel wir hier überspringen können. Das war knapp. Nein! Ach ja, ein Block hätte noch gefehlt. Schon mal auf jeden Fall noch den Tanuki. So, jetzt frage ich mich aber, wenn sie Super Mario Maker rausgebracht haben, wie wollen sie dann noch 2D Marios unterbringen? Wie New Super Mario Bros. U, also der Nachfolger, wenn man doch hier sein eigenes Spiel zusammenbauen kann, wer kauft sich dann noch ein neues Spiel? Ich meine, da wären dann coole neue Level und so weiter. Aber im Grunde könnte man ja hier alles machen. Natürlich nicht mit allen Items und so weiter, aber so gesehen. Und es gibt hier noch einen Online-Modus, was das eigentliche Spiel auch nicht hat, wo man dann auch nochmal Level bekommen kann. Deswegen frage ich mich jetzt, was die da eigentlich machen. Das fällt mir eh auf, die wollen irgendwie alle Serien so ein bisschen zu Ende bringen. Bei Mario Kart 8 hat man mehr Strecken als sonst, also ich frag mich, in den nächsten Teilen, ob es da überhaupt noch Retro-Strecken gibt, weil gefühlterweise sind schon alle aufgebraucht, ne? Ich gehe davon aus, dass man da oben hin muss. Ah, wusste ich doch. Muss hier was Verstecktes sein. Oh, jetzt sind wir ein Goomba. Den wir direkt wieder verlieren, super. Das ist jetzt eigentlich schon das 8. Level, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ärgerlich. Ich komme auch da hinten rein, das weiß ich jetzt gar nicht. Ah, hier ist ja der normale Mario. Dieses Mal nicht. So. Ah, ich bleib lieber Mario. So. Und wer ist hier drin? Oh, ein Trampolin. Interessant. Ah, Blooper, ganz böse. Noch mehr. So.
sind noch mehr. Noch ein Trampolin. Schnippbox, Toad, Peach. Alle Sachen, die wir schon mal gesehen haben, ungefähr. Egal. So. Vielleicht ist ja jetzt das Ende. Wenn es wirklich das Level 8 ist. So, haben wir jetzt die Peach gerettet? Nein, noch immer nicht. Prinzessin Peach wurde in eine andere Festung gebracht. Schade. Ja, vielen Dank fürs Angucken und bis zum nächsten Mal.